Hallo Leute, hier ist wieder Chomp. Heute spielen wir ein bisschen, oder ich zumindest, Great Battles Medieval. Das ist ein Spiel aus dem Jahre 2009, wenn ich mich recht entsinne. Ja, 2009. Von dem unsäglichen Slytherin. Obwohl, was heißt unsäglich? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber die haben schon ein paar Spiele. Das sind so Strategiespiele und manchmal ist die Grafik ein bisschen, naja, so lala. Das Spiel ist schon ein bisschen älter. Hinten steht 2010 drauf, vorne steht 2009, also als das Spiel hier startet wurde. Ich habe gerade das Intro zum zweiten Mal angeschaut und irgendwie kann das nicht aufgenommen werden. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ich führe jetzt jedenfalls ein bisschen durch das Spiel hier. Ich versuche das Tutorial nochmal zu spielen, das habe ich schon gespielt gehabt. Es ist halt ein Strategiespiel und befindet sich zu der Zeit des 100-jährigen Krieges. Das war 1600 Blumenkohl irgendwas. Ach nee, 1337 bis 1453. Also Engländer gegen Franzosen. Und ja, ich denke mal, ich fange jetzt mal an hier. So, neues Spiel. Da war ich auf Kampagne, wenn ich mich recht entsinne. Und wir spielen nochmal Tutorial. So, achso, ja, einfach auf Spielen klicken. So, im Prinzip wird jetzt alles erklärt. Ich lese mir das jetzt hier nicht weiter durch, weil ich das schon alles gemacht habe. Ihr könnt das uns hier anhalten. Ja, wie gesagt, ja, also was hier steht, dass die englischen Kampagnen sind erstmal leichter als die französischen. Die französischen sind für fortgeschrittene Spieler und dann gibt es noch englisch-französische gemischt irgendwie. Das sind die ganz schweren. Es gibt ja auch Multiplayer-Modus und dafür gibt es wohl bis jetzt immer noch Updates, die zum Runterladen sind. Also scheinen wohl noch Leute zu spielen hier. So, hier wird ja schon angezeigt, aufs Banner klicken. So, das ist die Tutorial-Schlacht. Obwohl der Frieden gut für das einfache Volk war, wurde König Edward nicht von allen gemocht. Im Jahre 1327 herrschten die Engländer noch immer über die Gascogne, was ihnen viel Geld einbrachte. Die verärgerten Franzosen forderten England zum Kampf. Sie ritten in ein Dorf, in dem die Engländer Soldaten rekrutierten. Die Bauern kauerten in ihren Hütten, während draußen der Kampf tobte. Ja, die Grafik ist jetzt natürlich nicht mehr so der Knaller und war wahrscheinlich auch früher jetzt nicht so bombastisch. Und Slytherin ist meiner Meinung nach auch dafür bekannt, eher, ich sag mal, ein bisschen sparsamer zu programmieren, die Spiele ein bisschen sparsamer herzustellen. Das heißt nicht, dass es schlechte Spiele sind oder kein Spielspaß vorhanden ist. Es ist halt nur so, naja, eher im Budgetbereich, ich sag mal, bei dieser Firma. Also ich habe schon ein paar Spiele von denen gehabt, zum Beispiel auch Fields of Glory und dergleichen. Und das waren jetzt grafisch nicht so, ich sag mal, phänomenale Spiele, die sind halt mehr so wahrscheinlich auf Spieltiefe ausgelegt. So, hier geht's weiter, ja, bla bla bla. Ich erkläre es mal kurz. Vorhin wusste ich nämlich nicht, wie bewege ich eigentlich diese blöde Figur oder diese blöden Charaktere. So, muss den jetzt auswählen. Und, ach nee, warte mal, hier, bla bla bla. Genau, mit der Leertaste startet man das Spiel oder hält das Spiel wieder an, um Befehle zu geben. Das heißt, wie zum Beispiel hier unten diese Karte. Das ist so ein Schlachtruf. Den kann man klicken und innerhalb des Spiels benutzen. So, ich mache jetzt hier erstmal weiter. Jetzt ist im Moment angehalten. Ich wähle jetzt ihn aus. Und mit Rechtsklick markiere ich, wo er sich hinbewegen soll. So, dann einfach wieder auf die Leertaste. Mit WASD könnt ihr die Karte hier nach oben schieben. So, das sind jetzt die Grundlagen der Bewegung. Entschuldigung. Und ja, nach links, rechts hier könnt ihr natürlich auch mit der Kamera bewegen, wenn ihr halt mit der Maus an den Bildschirm rangeht. Allerdings dauert das meiner Meinung nach ein bisschen länger, als wenn ihr halt den WASD benutzt. So, jetzt soll er hier eigentlich nach oben. Blockiert war er noch. As you wish. Genau, und wieder Leertaste. Jetzt gibt es gleich einen kleinen Hinterhalt.
Die hatte ich auch schon vorher gesehen. Das sind die Bauern hier. So, Rechtsklick markieren, dass die angegriffen werden sollen. Und wieder die Pause lösen. Jetzt reiten die Einheiten rein. Man kann auch reinscrollen, aber... Na gut, jetzt wird vorhin lief das nicht so gut. Leider ist das wohl die einzige Art und Weise, wie man sie... Oh, hier ist ja tatsächlich ein bisschen gut. So, die Totenköpfe bedeuten, dass wir da gerade ein paar Bauern niedergemetzelt haben. Ups. Jetzt sollte ich das auch gleich hier geschafft haben. Das hier vorne sind verbündete Einheiten, wird das halt ein bisschen komisch dargestellt. So. Das ist hier die Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, warte mal. So. Das ist, gilt jetzt als erledigt. So. Das hier oben ist jetzt eingestellt, ob sie passiv oder reagierend. Das heißt, falls jetzt Truppen kommen, dass sie von selbstständig reagieren oder auf aggressiv eingestellt werden. Hier kann man einstellen, ob sie sich schnell bewegen sollen oder nicht. Also rennen oder laufen. Ich lasse das auf Rennen. So, jetzt löse ich das hier wieder, weil hier unten seht ihr, das ist die Ausdauer. Das Gelbe, was sich gerade erhöht. Mit verringerter Ausdauer. Nee, was war das? Nicht Ausdauer, sondern doch Ausdauer. Also es gibt Lebenspunkte und Ausdauerpunkte. Wenn die Ausdauer zu niedrig ist, dann kämpfen die Einheiten schlechter. Und dementsprechend verwundbarer yes, sind sie. Jetzt bewegen wir uns hier zum Markierungspunkt hin. So, das sind jetzt hier oben verbündete Einheiten. Die werden sich jetzt hier nach links begeben, der Straße entlang. Da sind auch ein paar Einheiten, da gibt es auch gleich einen Minikampf. Und mir wird geraten, dass ich mich halt nicht zu sehr ranwagen soll, damit mein Kommandant hier nicht stirbt, weil wenn er tot ist, dann ist halt Feierabend. So, ich warte jetzt kurz. Sie sollen von selbst loslaufen. Am Anfang laufen sie langsam. Und... Oder gehen sie und dann reiten sie. Hier sind auch oben die Einheiten. So, ich werde meine Truppen... jetzt hier hinschicken. Ich glaube hier, hier gibt es Bogenschützen. Moment, dann werde ich es doch eher hier so machen. Ach, jetzt sehe ich es erstmal. Die nehmen den festgelegten Punkt, den laufen sie ab und dann... Also man kann hier verschiedene... Man kann ja richtige Muster legen hier, wo sie dann alles ablaufen. Ja gut, dann müssen sie erstmal da oben hin. Weil die anderen Einheiten fangen erst so auf der Hälfte des Weges an zu reiten und sich schneller zu bewegen. Und ich hänge jetzt hier natürlich als erster vom Gegner dann. Und sie reiten wieder zurück, ja, das ist schön. Warte mal, bis die sich hier... Ja, wie man sieht, sie lassen sich Zeit. Ich werde meine nach vorne schicken, wenn sie... die anderen Einheiten hier, die man nicht steuern kann. Es gibt steuerbare verbündete Einheiten und nicht steuerbare. Steuerbare verbündete Einheiten sind rot, haben rote Uniform an und die haben hier eine schwarze, das heißt, die sind nicht steuerbar. So, jetzt bewegen sie sich nach vorne, dann kann ich auch gleich diese Karte ausspielen. Dazu muss man halt wieder in den Befehlsmodus, also das Spiel kurz unterbrechen, dann auf die Karte klicken und anvisieren, auf welche Einheit man die geben soll. Das erhöht kurzzeitig die Moral und Ausdauer. Jetzt läuft das schon ein bisschen anders, weil vorhin da habe ich die hier also einen Trupp blockiert und ich krieg Schaden ab. So, das Ding wähle ich jetzt mal. Ich spiele sie auf die hier. Und rechts. So, und greife jetzt hier selber mal eine Einheit an. Nee, guck mal, gar keiner ran. Ich bin hier blockiert. Ach so, mein Fehler, ich habe vergessen, meine Einheit auszuwählen. Ich muss natürlich auch Einheiten auswählen.
Wie man sieht, unten geht die Ausdauer ein bisschen flöten, weil je länger sich die Einheiten bewegen, desto mehr Ausdauer brauchen die natürlich auch. Aber es regeneriert sich, wenn sie mal eine Zeit lang ruhig stehen. Bevor die Schlacht vorbei ist, Kampfkarte, das war die, die ich gerade hier verwendet habe. Man kann nicht viele Kampfkarten mitnehmen, manche können halt gleich am Anfang noch beim Aufstellen benutzt werden und manche können halt erst im Spiel benutzt werden, also wenn die Schlacht schon läuft. Wie gesagt, maximal zwei Kampfkarten könnt ihr aussuchen. Es gibt später, wenn die Schlacht vorbei ist, kann man welche einsetzen, also kann man austauschen, weil man bekommt ja nach und nach verschiedene Kampfkarten dazu und kann dementsprechend halt auch reagieren dann. Oder oben sind auch noch böse Einheiten. Aber die werden auch bekämpft. Jetzt muss ich mal schauen, ich muss ja irgendwas mal angreifen. Irgendwas muss ich angreifen. So, wir machen mal hin hier. Okay, wir greifen die an, weil. Nee, die hier, weil die direkt neben mir stehen. Also irgendwie. Hier, wie sieht es hier aus? Okay, die flüchten, aber ich klopfe mich hier ordentlich durch. Ich meine, ich mag ja so ein Spiel. Im Moment spiele ich ja auch auf einem anderen Account, Total War Arena. Da ist aber der Nachteil, da gibt es halt nicht so viele Karten im Moment. Und yes, dementsprechend monoton wird es mit der Zeit. Ich habe eine Einheit verloren. Warum die sich jetzt so langsam bewegen? Achso, erschöpft stand da gerade, okay. Hier kurz rein. Das ist blöd gemacht, finde ich. Den okay, diese weggehämmert worden. Blöd gemacht mit dem Router Scroll. Also es geht nicht direkt nach unten, sondern ändert ja öfter hier die Sicht, weil die Sicht. So kommt auf andere. So, da gibt es jetzt nichts mehr offensichtlich. Da sind noch flüchtende Einheiten hier. Die gehören zu uns und hatten gerade Einheiten verfolgt. Hier sind immer noch Einheiten. Yes, sir. Können wir mal anfangen. So, dann müssten das hier die einzigen noch sein. Ja, genau so sieht's aus. As you wish. Ja, und Karten können nur einmal benutzt werden. Sie können nur einmal pro Schlacht angewendet werden. Also meine Einheiten halten hier eine Weile durch. Der Kommandant darf bloß nicht abnippeln. Man kann auch andere Waffen wählen und noch Einheiten rekrutieren. So, ich habe das Ziel erreicht, das ist gut. So, das ist halt die Statistikkarte. Gold haben wir keins bekommen, weil es halt ein Tutorial war. Geordnete Einheiten, ja, das sind halt die Einheiten, die noch nicht komplett pam-pam gegangen sind. So, erschüttert haben wir eine Einheit, besiegt 3, Verluste 36. Es werden natürlich nicht so viele angezeigt, dann werden ja tausende Figuren hier auf der Karte. Ja, muss, eine Einheit zählt dann wie 10 sozusagen. Und 95 Feindverluste. Hier ist die Armeeverwaltung. Hier würde ich einfach zurück zum Menü kommen. Und in der Armeeverwaltung sieht man hier, wie es auch steht. Da steht ja alles schon angegeben. Das ist halt meine einzige Einheit, weil ich habe keine andere im Moment. Hier sieht man ja, nächste Einheit, da ist nichts.
So, dann wähle ich den aus. Das ist die aktuelle Waffe, die ich gerade habe. Und jetzt kann ich hier raus noch andere Waffen auswählen. Das sind die, die vorhanden sind. Ein Speer zum Beispiel. Ich nehme mir die Axt, weil ich die irgendwie fetzig finde. Hier kann man noch Wappen und Uniformfarbe auswählen. Gucken wir mal, was wir als Wappen haben. Ich will einen Adler oder sowas. Da haben wir einen Adler. Nehmen wir erstmal den. Und als Uniformfarbe. Ja, eine Sonne. Warum auch nicht? So, kommen wir jetzt hier zurück. Johnny zurück. So. Da haben wir schon. Schilde und Fernwaffen. So, im Moment habe ich kein Schild. Möglicherweise wird hier eins angezeigt. Beim Buckler. Da steht aber Spitzschild. Angriff minus. Fernkampfrüstung. Gegen aufgesessene Einheiten. Fernkampfrüstung 12. Das bedeutet, das ist die Abweichrate oder die Rate, die man als Schutz hat, wenn man. Nee, jetzt. Ich muss immer neu anfangen, da gibt ja gar keinen Sinn mehr, die Laber. Also die Fernkampfrüstung plus 12 bedeutet eine 12%ige Wahrscheinlichkeit oder Erhöhung gegen Bogen, also gegen Pfeile und sowas, ne? Also gegen Fernkampfgeschosse. So, Rundschild. Der hat aber auch Fernkampf 12. Gut, ich könnte eh noch nichts kaufen. Aktueller Gegenstand. Ja, steht aber Kosten 150, verstehe ich auch nicht ganz. Sehr handlich im Nahkampf. Mit diesem kleinen Schild um den Gegner auch anzugreifen. Mal eben. Ich glaube, ich würde den nehmen. Oh, der sieht ja echt scheiße aus. Ne, dann nehme ich doch wieder. Ja, wo ist das Ding jetzt? Gut, dann nehme ich vielleicht doch das Ding. Ist ja egal. So. Hier kann man noch Einheiten aussuchen. Rekrutieren kann ich aber nur den Bauer. Das Geld habe ich hier gerade bekommen. Vorher hatte ich ja, also, wie man gesehen hat, hatte ich eben gerade gar nichts. So, wir nehmen die Bauern. Können dann jetzt auch andere Einheiten auswählen. So, gucken wir mal bei seinen Waffen. Was hat er für Waffen zur Auswahl? Nur die Knüppel. So, wir gehen wieder zurück. Schilde und er hat weder ein Schild noch sonst irgendwas. Das wird wohl alles kommen mit der Zeit, wenn die halt auf Level aufsteigen und so. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das ist. Die Einheiten komplett verschwinden, aber ich glaube nicht. Man kann sie auch zur Not auflösen, wenn man diese nicht mehr haben will und irgendwie eine andere kaufen möchte und hier alles schon voll ist. Dann geht man hier auch einfach auf Auflösen und löst die komplette Einheit auf. Also wir gehen mal zurück. Ich will gucken, was hier sonst noch am Start ist. Rüstung und Reittier. Leichte Infanterie, Rüstung, aha. Was ist das denn? Der hat gar nichts. So, zurück. Angriffsfähigkeiten. Gibt's auch keine neuen. Ach, da muss ich gleich mal bei meinem Dings gucken. Verteidigungsfähigkeiten. Auch nichts. Der ist halt einfach nur ein ganz grober Knüppler. Hier, wie man sieht, kann man alles Mögliche an Fähigkeiten noch auswählen. Die kommen halt natürlich mit der Zeit. Muss man dann schon eine Weile gekämpft haben. Hier habe ich was vergessen. Angriffsfähigkeiten. Hab aber auch noch nichts hier. Da werde ich wohl noch eine Schlacht machen müssen. Und wir sind dann soweit erstmal fertig hier. Hier oben kann man die Karten auswählen. Kartenauswahl. Hier steht ja Kampfkarten spiegeln Fähigkeiten wider, mit denen sie den Verlauf einer Schlacht auf verschiedene Art beeinflussen können. Sie können viele dieser Karten erhalten, wenn sie Schlachten gewinnen. Und Sie können nur wenige davon mit in eine Schlacht nehmen. Per Linksklick platzieren Sie eine gewählte Karte vom Kartenrand auf ein Kartenfeld unten am Bildschirmrand. Per Rechtsklick können Sie eine Karte wieder vom Kartenfeld entfernen. So. Ich habe nur eine Karte hier, wie man sieht. Ich kann auch keine weitere auswählen. Und die, die ich habe, die haben wir ja schon hier drin. Das ist der Kampfschrei. So, hier unten sind die Einstellungen. Da ist halt, ja, Optionen, Spielmusik und so weiter und so fort, ne?
Das kennt man ja. Und ja, das wäre erstmal das Grundlinkste hier gewesen. Hier kommen wir wieder vorne zum Menü zurück, beziehungsweise zur Karte, wo es dann gleich weitergeht. Und ja, dann sehen wir uns dann dort gleich, hoffe ich.